Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur 9. Folge, glaube ich. 9. Folge von Super Mario 64. Heute werden wir Bowser in den Arsch treten. Und das sind meine Lieblings-Bowser-Level von den dreien. Insgesamt gibt es 3 Bowser-Level. Und jetzt kommt. Das Bowser-Level kann ich ja noch gar nicht machen. Ich muss ja erstmal Bowsers U-Boot. Er hat mich schon gefragt, wo das Level ist, weil das war das. Auch wenn es ein Wasser-Level ist. Und alle hassen Wasser-Level, das weiß jeder. Das war das coole Wasser-Level. Ja. Okay, dann fangen wir hiermit an. Anstatt jetzt Bowser in den Arsch zu treten. Warum nicht? Ja, kann man machen. Sound ist der. Ne, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen am Arsch. Ich muss mir ein neues Headset kaufen. Das ist nicht mehr ganz in Ordnung. Das ist einmal runtergefallen und gebrochen. Und jetzt. Macht das so manchmal Geräusche. Überhaupt nicht cool. Nicht mal annähernd cool. So. Sind wir in der seiner Unterwasserwerft. Jetzt muss er doch hier irgendwo. Aha, sehr viele rote Münzen im U-Boot. Und Feuerkugeln. Na? Ach Gott, was ist der jetzt? Ja, komm. Meine Güte, Mario. Oh, Schluck auf. Ah, und Sodbrennen. Sodbrennen ist so dermaßen uncool. Ich habe gehört, ich hole mir jetzt eine Kombination aus Metallkappe und Unsichtbarkeit. Los, her damit. Ja, damit. Nummer 1. Unsichtbarer Metall Mario, der Verdammnis. Weiß ja nicht warum, aber darum. Was muss ich jetzt eigentlich oben machen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab echt gar keine Ahnung. Muss ich die Münzen sammeln? Ach, der steht jetzt einfach hier. Und ich dachte, da oben drauf wäre so ein Schalter oder ein Loch oder ähnliches. Und dann ist der. Ah, oh, und das Wasser geht nach hinten. Das ist nett. Ja, dann können wir jetzt, wie gesagt, ins Bowser-Level. Ich war mir unsicher, ob das so klappt mit dem Stampfattacken. Kein Rohahaha. Schade. Egal, komm. Ich liebe dieses Level. Ich weiß nicht warum, ich liebe es einfach. Das ist ein schönes Level. Wow, Vorsicht. Ich glaube, ich sollte besser aufhören. Ihr wollt es gar nicht hören, ne? Wie ich da am Summen bin. Boah, der war cool. Komm. Komm, gehen wir hier hoch. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Na? Hier ist eine rote Münze. Oh, ob ich so einen Flug in die Lava überleben würde? Ich glaube eigentlich eher nicht, aber. Na, will ich auch gar nicht testen. Ne, will ich eigentlich gar nicht testen. Das taucht auch in die Lava ab. Okay. Ist nicht ganz so cool. Ach komm, man kann sogar leicht am Schatten erkennen, wo man hinspringt. Aber gut, dass auf der Lava einen Schatten werfen. Oh, pass auf mal. Münzen, das war. Ach, sieh mal da an. Hab ich welche Münzen verpasst? Nein. Ich versuche mal direkt alle Münzen zu sammeln. Vielleicht klappt es ja diesmal. Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Wir werden es sehen. Ganz aktuell. Im Ernst jetzt, wie?
Wie soll ich diese Münze kriegen? Hä? Ach! So! Oh Gott! Wer soll auf die Idee kommen? Ja, okay, ich bin einfach drauf gekommen. Ja, gut, okay. Man kann auf die Idee kommen, aber trotzdem, das ist schon ein bisschen... Das Spiel ist doch ausgelegt dafür, dass es halt so, keine Ahnung, Kinderspiel. Also wenn ein Kind daran denken würde, dass das so daran kommt. Ja gut, ich will mal die Kinder nicht unterschätzen. Obwohl, zur damaligen Zeit, keine Ahnung, damals sage ich auch vor allem. Finde ich selber so ein Kiddie aus der Zeit. Nee, wir wollen nicht runter. Münzen? Keine? Okay. Ah, nein! Boah, ich hasse diese Kamera hier, ne? Okay, keine Münze verpasst. Ja. Nein, 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 nein. Okay, ganz vorsichtig. Wow, Bully Kollege. Oh, es klappt sogar. Dass das so geklappt hat. Ein bisschen weiter raus, dass wir besser sehen. Nee, wir wollen da hoch. Nein. Mario, da. Danke. Gut, das war crazy shit. Ah, lasst mich in Ruhe. Die kommen gar nicht hoch. Okay. Das ist alles nur Einschüchterung. Die wussten, ey, ja, okay, der Mario. Na, mit dem legen wir uns das nicht an. Der bumst uns weg. Da ist nichts mehr, ne? Gut, weiter geht's. Ich bin schon gefragt, wie viele Münzen haben wir denn? Komm durch. 5. Okay. Okay. Ich kann Münzen verpasst, oder? Nee. So. Komm her, Aufzug. Mach hin. Das Flammending, von dem wurde ich früher eigentlich recht häufig getroffen. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich ist der gar nicht so schwer. Bye bye. Ah. Schade, nur Münzen. Ich habe jetzt gedacht, dass vielleicht so mit ein bisschen Glück da ein Pilz drin ist. Nicht, dass ich einen bräuchte, aber... ja, warum nicht, ne? Feuer, mach weg. Weg, 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 weg. Danke. Ah, da wird also einem... Wow! Oh, fuck, das war... Oh, 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 das ist langsam uncool. Wow, das war... Ja. Ja, das war mehr Glück als Verstand, würde manche behaupten. Ah, hoch mit dir, Mario! Wir wollen schon brennen! Nee, falsche Richtung. Oh Mann. Hoch, hoch, hoch. Los! Noch eine Münze. Okay. Ich hoffe, das sind dann alle. Ich weiß es nicht. Dass der Mario keinen Wandsprung kann, wundert mich so ein bisschen. Ich meine, der konnte das, aber irgendwie... Keine Ahnung. Will er nicht. Da oben war was. Da oben war was, da oben war was. Ich will da hin. Ich will jetzt auf jeden Fall hin. Da oben war was. Okay. Hardcore. Hat sich gar nicht gelohnt, hier hochzugehen, oder? Haben wir irgendwas noch? Nee, ne? Hier ist nichts mehr. Wo ist denn jetzt die Münze? Oh. Ach nö, fällt mir echt eine Münze jetzt? Oh Mann, ist das mies. Wo ist die denn? Mal kurz, ich sehe da auch nirgends, ne? Nee. Die da liegen, das habe ich noch nie so gesehen, dass die da liegen. Cool. Dann mal leider rein.
Was willst du schon wieder? Du bist der... Du bist ja lästiger als ein Schwamm Stubenfliegen. Gerade jetzt, als mir die ganze Sache so viel Spaß machte. Aber wenn du schon mal hier bist, gib mir die Powerstände zurück. Meine Truppen können sie besser gebrauchen als du. Nein, ich will nicht zu Bowser. Nein. Ich konnte den nicht packen. Okay. Bowser, nein, 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 nein. Ja. Hoffentlich bekomme ich es hin. Was das Ziel angeht, habe ich hier so ein kleines Pro. Was sagt er da? Schon um die Bowser? Keine Ahnung. Ich will nicht rutschen. Yeah. Guck das zur Seite. Oh, wie süß, eine kleine Mini-Flamme da. Weil man kann was Neues. So, hier dürfte ich noch treffen, oder? Ja, danke. Na, Bowser? Oh, du hast schon wieder gewonnen. Hat mich auf der Kraft der Sterne verlassen? Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses auf dich. Dort werden wir sehen, wer stärker ist. Okay, Bowser, können wir machen? Dann werde ich dir gerne noch einmal in den Arsch treten. N64, ich hatte echt so ein Fable für solche gehörnten oder Skelettschlüssel. Ja, dann machen wir dieses Level hier. Das war doch eigentlich ganz cool. Vielleicht kriegen wir noch unsere 4 Sterne noch. Naja, so viel ist so reicht die Zeit wahrscheinlich nicht mehr. War da gerade ein Manta rochen? Da war ein Manta. Da war ein Manta. Wo ist der Manta? Ah, da ist der Manta. Ein Ring. Egal, wir sollen die Truhen öffnen. Das ist. Zieht das nämlich rein? Das zieht mich rein. Ach, in der richtigen Reihenfolge auch noch. Na dann, der Hai greift mich an. Nein, ich will nicht rein. Nein. Komm schon, Mario. Streng dich an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Ey, der Mario jetzt. Oh Gott. Da müssen wir jetzt heilen. Ist doch klar, jeder weiß, dass wenn du goldene Münzen aufhebst, dass du wieder unter Wasser atmen kannst. Ist doch. Naja, die geht auch nicht und jetzt bin ich drin. Scheiße. Direkt tot? Was? Okay. Krasser Scheiß. Hilfe. Das ist fies. Das ist richtig fies. Okay, weiß ich Bescheid. Das Spiel ist Arschloch zu mir. Der Mann hat auch einen Furz, die Ringe. Okay. Lecker. Lecker. Ach, komm. Mario, ich hasse dich für dein... Oh, ist das richtig. Nein, Mario, du willst nicht. Und... Oh! Was ist los? 2 richtig direkt. Komm. Aller guten Dinge sind 3. Wo ist die? Da ist die. Sei richtig. Mach keinen Scheiß. Sei einfach nur richtig. Du musst... Was geht ab? Okay. Okay, okay. Die letzte Truhe war da oben leider. Aber ich schwimme außen rum, bevor ich da irgendwas mache. Da ist die. Nein, 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 nein. Wirbel, du willst mich gar nicht. Du willst mich gar nicht. Nein. Du, nimm den Hai. Der wollte. Der wollte. Eben hat er gesagt, ey. Nein, 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 nein. Und warum geht man weg jetzt los? Mein Notfallwecker.
Egal, ich muss den ignorieren. Ich muss den ignorieren. Ihr müsst den auch ignorieren. Ich darf nicht in den Wirbelsturm rein. Wo ist der Stern? Da ist der Stern, ganz schnell. Ja! So, bin ich wieder, verdammte Scheiße. Dreckswecker. Das war mein 10 Uhr Notfallwecker, falls ich zu lange schlafe. Ja, hat einen guten Job gemacht, da ich schon längst wach bin, aber okay. Aber okay. Wir holen uns den nächsten Stern hier. Noch einen schaffen wir noch. Springe zu den Rotmünzen. Das dürfte cool sein. Ich meine, alles ist cooler als dieser scheiß Wirbel da. Wir dürften sogar eventuell unter... Ja, okay, außer die sagen noch, ein Stern ist... Schwimme durch 7 Luftringe, keine Ahnung. Das wäre natürlich dann noch was im ersten Gebiet. Ansonsten hätten wir das erste Gebiet hier durch und müssten nur noch diesen ewig langen Weg, der gar nicht unnötig ist, dahin schwimmen. Ja. Was soll man dazu sagen? Der Weg ist halt unnötig. Aha, das ist neu auf jeden Fall. Wahrscheinlich, weil das U-Boot der Zweck ist. Okay. Warum nicht gleich in Ekelhaft? Wo ist denn der Start? So, hier haben wir auf jeden Fall diese Plattform wieder. Ich muss den nehmen. Ja. Das war klar. Viel zu viel Zeit verschwendet. Das Wasser backt hier ein bisschen oder glitscht hier, keine Ahnung. So ein bisschen durch die Gegend. Ach komm! Ja, das war natürlich super. Ich hasse diese Kameraperspektive. Die ist schlimm. Warum tut das Spiel mir das an? Auf damit. Oh nein, Mario. Jetzt renne ich schon ins Wasser rein. Boah, Kamera. Bitte. Danke. Mein Gott. Das wird das Ziel sein. Da gehe ich erstmal dann den Weg hier. Der sieht ganz klar nach Ziel aus. Oh, der lässt sich Zeit. Ja, das wird wohl garantiert der letzte Stern sein. Für diese Folge. Egal, wir haben Bowser aufs Maul gegeben. Ja, weiter. War es das hier? Ich muss echt darüber. Okay. Oh. Weil wir das riskante Leben lieben. Muahaha. Ja. Und da schwebt der eine Stern rum. Also der erste. Und hopp. Wir drehen uns im Kreis. Dim, 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 dim. Hui, so, wenn wir hier rangehen, dann kommen wir zu der blauen Münzis da hinten. Dann kriegen wir die und die anderen müssen wir aber von der... Ach, ich muss da... Oh, ich muss da drauf. Okay, ekelhaft. Oh, ziemlich weit oben. Ja, das scheint ein bisschen ekelhaft zu sein. Dim, 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 dim. Warte auf mich!
So, Mario. Stange wechseln. Ja, der Mario, der ist jetzt auch mittlerweile Stripper. Also der hat ja sehr viele Berufe. Und ja, das mit den Stangen kann er ja ziemlich heftig, wie er seht. Boah Gott, Alter, nein, ich will nicht nochmal hin und her fahren. Darauf kann ich verzichten. Ja, und ihr seht ja, ne, der kann ziemlich gut mit den Stangen arbeiten. Das ist alles eine jahrelange Berufserfahrung. Ach so, okay. Und leider bringt das nicht so viel Geld ein, das hatte ich entschieden. Der wird mal hier so ein Prinzessenrentner Klempner. Scheint sich für ihn jetzt zu rentieren, ne? Also, ordentlich Geld macht er damit anscheinend. So, dann fehlt doch nur noch die eine hier und dann haben wir den Schädel. Ganz genau, da ist der Stern. Wow, ich hab's geschafft. Nice, nice, nice. Wofür hab ich's denn nicht geschafft? Ich kann einfach drüber. Oh, nee, kann ich nicht. Okay. Ich hab nichts gesagt. Hopp. Denn wir müssen da drauf. Wir haben es nicht geschafft. Gott. Gott im Himmel. Yay! Springe zu den roten Münzen. Haben wir gemacht. Okay, 2 Sterne haben gefehlt. Egal, nicht schlimm. Holen wir vielleicht in der nächsten Folge. Mal schauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Euer Barsten. Ciao, ciao.